Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Platin Together. Und jo, die letzte Folge haben wir nicht viel erreicht. Da hatten wir, glaube ich, diese eine Route gemacht, wo wir versucht haben, Sichler zu fangen. Und wir sind in einer Höhle. Ich denke mal, Kilian hat diese schon erledigt. Und ja, dann reden wir mal mit Cynthia. War hier alles in Ordnung? Hast du diese merkwürdigen Gestalten mit der Galaktikbombe gesehen? Aber diese Gestalten von Team Galaktik, ich dachte, die wären harmlos. Die komische Kleidung, die sie tragen und ihre wilden Behauptungen zur Schaffung eines neuen Universums. Ich habe das immer nur für Geschwätz gehalten. Nichts, was man ernst nehmen müsste. Aber sie sind doch eine größere Bedrohung, als ich angenommen habe. Den Versuch, Pokémon zu monopolisieren, dürfen wir einfach nicht hinnehmen. Übrigens hat es dir Spaß gemacht, die Ruinen zu erkunden. Falls du interessiert bist, es gibt eine Bibliothek in Fleetburg. Sie ist voller uralter Bücher, dort kannst du die Geschichte von Sinnoh verfolgen. Außerdem könnte sie dir bei der Vervollständigung deines Pokédex behilflich sein. Du gelangst am schnellsten nach Fleetburg, wenn du Jubelstadt in westliche Richtung verlässt. Und genau das wollen wir tun. Wir schauen mal kurz auf die Karte. Habe ich die irgendwie. Ne, habe ich nicht ausgewählt, okay. Denn wir wollen natürlich wissen, wo Jubelstadt ist. Damit wir nach Fleetburg kommen. Hier haben wir Briefe, Basis-Items sind hier. Und da haben wir die Karte. Elise sind wir. Wir wollen nach Herzhofen. Nee, Fleetburg müsste doch dann. Nee, Jubelstadt müsste hier dann sein, oder? Ja. Da wollen wir hin. Haben wir schon unser. Ja, Fiona ist noch da. Und dann geht's auf nach Fleetburg. Aber erstmal heilen wir unsere Pokémon. Wie schaut es denn eigentlich aus? Ich habe gehört, dass Bendigo neue Angriffe haben soll. Dann schauen wir uns die erstmal an. Aeroass ist neu und Schaufler ist neu. Dann haben wir. Ne, wie heißt die Angriffe? Solarstrahl? Ich glaube, Solarstrahl war es. Ist dafür weg. Und da wir jetzt irgendwie heißen Lana, okay. Wusste ich gar nicht. Ah ne, Lana ist nicht uns, was ich. Wir heißen ja Lucius. Wir wollen einen Pokémon ablegen. Denn wir bekommen gleich etwas Neues. Und dafür möchte ich direkt den Platz frei haben. Aber jetzt geht's erstmal auf nach Flitburg. Das ging, glaube ich, da oben lang. Und ich könnte auch mal das Fahrrad rausholen. Dann würden wir ein bisschen Zeit sparen. Hier haben wir ein Item, das heißt, wir müssen hier surfen. Und der Steg verrät uns auch eigentlich schon, dass wir hier oben lang müssen. Aber das war auch nur eine Abkürzung. Ist eigentlich egal, wo wir lang gehen. Wir kämpfen auf jeden Fall mal mit den Gegnern, mit den Trainern. Ich glaube, meine Pokémon sind alle schon voll aufgelevelt. Wendigo hat die maximale Entwicklungsstufe, das ist wohl klar. Dann unser Wupan hat die letzte Entwicklungsstufe und Neo auch. Warum hat Rasselblatt gerade nicht getroffen? Okay.
Oh, ist noch nicht einmal One-Hit. Nochmal Rasierblatt, das reicht dann. Ich hoffe, der hat noch kein weiteres Pokémon. Obwohl, bei Level 32 dürfte er noch ein weiteres haben. Ja, Machop, da hätten wir eigentlich tauschen sollen, aber ich denke, mit Schaufler. Mit Schaufler ist es leicht zu besiegen. Na, ja, okay, nicht ganz. Und Vergeltung tut weh. Aber nicht an unserem Wendigo, glücklicherweise. Hätte schlimmer sein können. Obwohl für Level 34 macht er uns doch schon ziemlich gut Schaden. Schlau wär's gewesen, hätte ich einfach das Pokémon gewechselt. So, dann gehen wir direkt mal weiter. Wendigo müssen wir nicht heilen, das hat ja die Synthese. Hier. Peis. Da tauschen wir aus. Und zwar Wupan. Oh, auch das erste Mal, dass ich mit ihm kämpfe. Nahkampf. Tempo. Wir haben Nahkampf. Ah, ne, das habe ich ja ihm beigebracht. Letzte Folge noch. Magnetilo. Magneto ist Metall, da dürfte auch der Feuersturm reichen. Beziehungsweise das Flammenrad. Und ich sehe gerade, dann tauschen wir auch mal gerade die Position. Die Position von Wendigo braucht jetzt nicht mehr ganz vorne zu sein. Obwohl, ich will es ja noch einmal heilen. Dann kann das höchstens noch. Ach so, Vielleicht kann er oben noch lang surfen. Ich hole jetzt erstmal die Bären mit. Obwohl, soll ich jetzt extra für die zwei Trainer zurücksurfen? Ich glaube, das lohnt sich nicht. Aber doch, das geht. Das geht. Ich mach das. Ich dachte schon, ich müsste komplett zurück. Aber wir können hier oben lang und dann können wir an dem Stein vorbei. Wir müssen jetzt natürlich nur an den ganzen Wasser-Pokémon uns vorbeikämpfen. Was aber ganz gut ist, dann können wir einmal Synthese benutzen. Ohne dass wir einen Trank verschwenden müssen. Und wir holen uns erst die Trainer und dann das Item. Ein Garados, okay. Garados ist ein Drache. Aber ich denke trotzdem, dass Wendigo am besten dafür geeignet ist, weil Wupan ist schlecht gegen Garados und sein Neo ist okay. Wir hätten noch Chris, genau, den können wir versuchen, der könnte es vielleicht schaffen, ohne große Probleme zu haben. Er hat natürlich jetzt auch nicht so effektive Angriffe gegen Garados. Aber Wendigo ist eh fast down und Chris bekommt dann sein Level ab. Wir versuchen es mit Donnerzahn.
Okay, ist doch sehr effektiv. Ich dachte schon, das wäre nicht effektiv, weil Wendigo auch nicht gerade effektiv war. Und noch ein Garados, dann ist ja gut, dass wir Chris draußen haben, der dürfte das dann relativ schnell besiegen. Ich frage mich nur, ob Funkensprung oder Donnerzahn stärker ist. Eigentlich müsste Donnerzahn stärker sein, einfach aus dem Grund, dass es schon weniger AP hat. Außen 500 EP, das ist sehr viel. Und ein Hypertrank, dafür hat sich die Mühe nicht wirklich gelohnt, aber wir nehmen es mit. Solange wir jetzt hier nicht noch einen extra Pokémon-Kampf abbekommen. Und der Trainer, der wahrscheinlich auch sehr einfach sein wird, hoffentlich hat er keine Cover-Doors. Das dürfte aber alles One-Hit sein, hoffentlich. Ja, der Kampf ist einfach. Den drücken wir schnell weg. Den Grassierblatt dürfte jedes einzelne One-Hit umhauen, solange der keine stärkere Remo-Reiz noch auspackt. Dann kann auch Wendigo erstmal wieder nach hinten, weil es wieder ziemlich viel Erfahrung im Vorsprung hat. Oh, das ist sogar Level 30. Ich denke aber, Rasierblatt reicht trotzdem aus. Oh, 500 Erfahrung ist okay. Wir sind gerade ein bisschen langweilig, der Kampf. Ich hasse das, wenn Trainer einfach fünfmal das gleiche Pokémon haben. Dann soll es meiner Meinung nach lieber einfach nur zwei haben, dafür stärkere. Aber ich denke, erfahrungsmäßig ist das eigentlich gar nicht so schlecht. Ich meine, jedes gibt 500 Erfahrung. Und noch ein Gyarados, dann können wir gerade auf Chris wechseln. Zumindest hat der Trainer noch ein bisschen Abwechslung drin. Wir beide ziehen uns Angriff ab, ist aber egal, denn wir besiegen es mit Donnerzahn. Hoffentlich. Ja. Und dann beweilen wir uns, dass wir weiterkommen. Ich denke, was, wir können aber mal kurz Beutel. Hier vorne haben wir die Medizin. Da haben wir irgendwo ein Kumomilch noch. Genau hier. Und Wendigo kommt gerade auch noch nach hinten. Unten gab es nichts, okay. Dann können wir weiter. Wir gehen aufs Fahrrad. Und noch mehr Gelaber. Lucius, wir haben uns lange nicht gesehen. Oh, jetzt sag nicht, du weißt nicht mehr, wer ich bin. Ich bin Professor Albus Assistent und der Vater von Lucia. Ihr Professor hat mich gebeten, deinen Pokédex zu aktualisieren. Meine Intuition sagt mir, dass ich dich genau hier treffen würde. Gibst du mir bitte kurz deinen Pokédex, Lucius? Mal sehen. Ich sollte die neue Software folgendermaßen installieren. Klick. Klick. So, das wär's schon. Dein Pokédex ist auf dem neuesten Stand. Ich sollte dir jetzt wohl erklären, was ich gerade gemacht habe, oder? Du kannst dir nun Bilder von männlichen und weiblichen Pokémon ansehen. Ja, genau. Und nun lass dich wieder in Ruhe. Nun lasse ich dich wieder in Ruhe, damit du dem Professor weiterhin helfen kannst. Kannst du bitte auch ein Auge auf Team Galactic haben? Der Professor macht sich Gedanken, nachdem was in Jubelstadt passiert ist.
Vielleicht ist das ja ganz so unnötig, aber nun muss ich aber los. Bis dann. Okay, dann kommen wir weiter. Jetzt sind wir auch in Fleetburg. Ah, ich glaube, da gab's. Ich glaube, den Namen, den Spitznamenbewerter. Der uns die Spitznamen ändern kann auch. TM 48, okay. Da haben wir Wertwechsel bekommen. Ich denke, es ist jetzt nicht so wichtig, dass ich von den uninteressanten Personen alles vorlese. Ich gucke nur mal, ob wir hier irgendwo... Ach ja, jetzt weiß ich es wieder. Ich bin der Attackenverlerner. Genau, hier gibt es den Attackenverlerner. Weil ich glaube, in der Edition kann man noch keine VMs einfach verlernen. Und dafür ist der dann gut. Was haben wir hier? Okay, dann geht's jetzt über die Brücke. Hier haben wir alles abgeklappert. Und hier stoßen wir nämlich auch auf Barry. Ups. Hey Lucius, willst du den Arena-Leiter dort herausfordern? Na, dann sollte aber jemand vorher prüfen, ob du dazu auch bereit bist. Und dieser jemand ist niemand anderes als ich. Mit meinen nigelnagelneuen Orden. Oh, ein Staraptor. Da haben wir, glaube ich, die richtige Wahl getroffen, Bupan nach vorne zu setzen. Ich denke, wir... Tempohieb... Ah, Moment. Bupan ist schlecht. Bupan hat ja noch die Eigenschaft Kampf. Da ist Chris am besten. Okay, Doppelteam hätte uns jetzt eh nichts gemacht. Aber sicherheitshalber. Haben wir einfach mal ausgetauscht. Weil Bodycheck macht selbst unserem Chris ziemlich viel Schaden. Obwohl, Bodycheck hätte jetzt Hupan gar keinen extra Schaden gemacht, weil es ja, glaube ich, normal ist. So, hätten wir Chris auch auf Level 38. Galoppa. Dann tauschen wir mit Neo. Und nach Galoppa müsste wahrscheinlich wieder Chris ankommen. Wenn er sein Plinfer, also sein... Ich weiß nicht, wie die letzte Entwicklung heißt. Benutzt. Ich denke, Wasserdüse ist am besten. Oh, Kalauber hält einiges aus. Egal. Nochmal eine Wasserdüse, das war's dann. Große Rate, dann holen wir Wupan rein. Ich glaube, Wendigo wird in den Kampf überhaupt nicht rankommen. Ist aber auch nicht so schlimm, weil hat auch ziemlich viel Erfahrungsvorsprung. So, da haben wir ein Level 37 Empoleon, genau so hieß es. Aber gegen Chris hat er leider keine Chance. Oder was heißt leider, zum Glück. Oh, Donner geht daneben leider. Aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Empoleon wird Chris sowieso nicht besiegen. Da können wir... Oh, obwohl. Das macht einiges Schaden. Da hoffen wir mal, dass Donner jetzt trifft. Na, dann hat wenigstens... Ach, Plupstrahl. Stimmt, das ist nicht Plupper, sondern Plupstrahl. Plupstrahl ist ja die stärkere
Variante. Aber egal, wir haben noch Wendigo, der macht ja auch gut Schaden an dem Polion. Obwohl, macht gar nicht so viel Schaden. Und ich verstehe nicht, warum unsere Pflanzenattacken nicht stark gegen Wasser sind. Aber ich denke, der hat noch Eis, den Eistyp dabei. Ich weiß gar nicht, was Impoleon für Typen hat. Aber wenigstens macht er uns keinen Schaden. Ich versuche einfach mal Aeroas. Ich denke dadurch, dass Rasierblatt. Okay, Aeroas bringt gar nichts. Dann benutzen wir doch lieber wieder Rasierblatt. Scaraborn, das ist Gift. Ich denke, da schicken wir Wupern rein. Dann können wir mit Kamm. Ah, ne, das ist Pflanze. Okay, dann. Ich habe gerade das mit Squirtler, glaube ich, verwechselt. Dann dürfte Feuersturm ja eh die beste Wahl sein. Ah, die haben alle ziemlich starke Attacken. Den hätten wir besiegt. Und vielleicht ein Level-Up, aber nicht ganz, okay. Fehlen noch ein paar Erfahrungspunkte. Ja, ja, dann bist du eben ein kleines bisschen besser als ich. Wie immer. Na und? Aber hör mal, stell dir vor, da gibt es jemanden, der will tatsächlich die Pokémon-Liga herausfordern und Champ werden. Ja, richtig, Ran. Dieser jemand ist niemand anderes als ich. Was heißt das? Ich soll mir andere Sätze einfallen lassen. Ist ja auch egal. Hey, wieso stattest du nicht der Eiseninsel einen Besuch ab? Dort solltest du noch ein bisschen trainieren, bevor du die Arena stürmst. Also beeil dich und tu es endlich, statt mir die ganze Zeit ein Ohr abzukauen. Okay, wir wollen dann auch das gerade tun. Dafür haben wir nämlich noch Zeit. Es ist nur die Frage, wo wir das tun können. Ja, genau hier. Die Arena können wir später noch machen oder Kilian macht es in der nächsten Folge, das weiß ich noch nicht. Jetzt sind wir auch auf der Eiseninsel und gehen gerade noch hier hoch. Noch 2 Minuten haben wir ja noch. Kann man hier sich ausruhen? Ja, das ist uns gerade relativ egal. Ich wollte nur gucken, ob es hier unser Pokémon gibt, das wir noch wollten. Und du bist... Ah, Lucius also. Ich bin's, Urs. Ich bin ein Trainer und ja, mir haben schon einige gesagt, dass dies ein seltsamer Ort für Trainer ist. Naja, jedenfalls ist es immer nett, Leute aus demselben Metier zu treffen. Hier, bitteschön, ein Geschenk für dich. Das dürfte Blitz sein. Ah, ne, Stärke, okay. Okay, wir müssen nach Fledburg, wenn wir Blitz benutzen wollen. Ich denke, hier ist es auch dunkel. Na okay. Schauen wir nochmal, ob jetzt hier jemand drin ist. Nee, okay, dann speichern wir hier. Und ich verabschiede mich und die nächste Folge seht ihr dann bei Kilian. Auf Wiedersehen.